Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass es nicht allen so ganz bewusst ist, dass wir vor wenigen Tagen, am 5. Februar, so ganz knapp an einem ziemlichen Desaster vorbeigeschrammt sind, was die Rüstungskontrolle und die Abrüstungsbemühungen betrifft. Am 5. Februar endete die Frist zur Verlängerung des New START-Vertrages, also dem Vertrag zwischen Russland und den Vereinigten Staaten über die Begrenzung der strategischen Nuklearwaffen. Und es blieben gerade mal 2 Wochen zwischen der Amtsübernahme von Joe Biden am 20. Januar und diesem Fristablauf, um diesen Vertrag noch zu retten. Und ich glaube, dass wir alle miteinander den beiden Präsidenten Biden und Putin dankbar sind, dass sie die wenigen Tage genutzt haben, diesen Vertrag so schnell und unkompliziert dann doch noch zu verlängern. Aber ich will auch sagen, dass ich hoffe, dass dieses Ereignis, diese Verlängerung auch ein Stück weit einen Wendepunkt markieren kann zu dem, was hinter uns liegt in den letzten Jahren, und dass wir in den nächsten Jahren international wieder einige Fortschritte machen bei der Frage der atomaren Abrüstung. Und damit komme ich zur Überprüfungskonferenz und dem Nichtverbreitungsvertrag, der im letzten Jahr ja sein 50. Jubiläum gefeiert hat. Die Überprüfungskonferenz musste leider wegen Corona verschoben werden. Dieser Vertrag hat 3 große Ziele. Das erste ist, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Das zweite, die friedliche Nutzung der Atomenergie zu ermöglichen für alle Mitgliedstaaten. Und drittens, die Abrüstung von Atomwaffen. Und was wir feststellen müssen, ist, die Basis dieses Vertrages bröckelt. Und das hat 2 wichtige Gründe. Und da bin ich bei der Frage der Abrüstung. Der NVV enthält eine Verpflichtung an die Atomwaffenstaaten zur atomaren Abrüstung. Und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist leider das Gegenteil. Wir haben in der Quantität Stagnation und wir haben in der Qualität Aufrüstung, weil erhebliche Mittel in die Modernisierung dieser Nuklearwaffen gelegt worden sind. Und wer den NVV bewahren will, wer ihn retten will, der muss dafür sorgen, dass die Atomwaffenstaaten dieser Abrüstungsverpflichtung in den nächsten Jahren endlich wieder nachkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, und darüber haben wir heute wieder zu entscheiden, weil einige Anträge dazu wieder vorliegen, deswegen war und ist es ein Fehler, dass die Bundesrepublik sich weder an den Verhandlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag beteiligt hat, noch bis heute bereit ist, dem Atomwaffenverbotsvertrag zuzustimmen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Nichtstun im Zusammenhang mit der Verpflichtung beim NVV und zur atomaren Abrüstung eine der großen Motivationen war für die Nicht-Atomwaffenstaaten, mit dem AVV eine neue Initiative zu ergreifen, um deutlich zu machen, wir wollen atomare Abrüstung weltweit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein weiterer Punkt, das ist die Frage der Nichtverbreitung. Und da schauen wir zum Iran. Und auch da sind wir natürlich wieder beim Amtswechsel in den Vereinigten Staaten. Und aufgrund der Zeit kann ich dazu nicht viel sagen, außer dass es im Kerninteresse Europas und auch der Bundesrepublik liegt, dass es eine Zukunft für dieses Atomabkommen gibt und dass der neue Präsident, der neue amerikanische Präsident, die Chancen nutzt, die da sind. Alles andere, was wir jetzt erlebt haben, die Politik des maximalen Drucks, hat letztlich nur dazu geführt, dass der Iran sich auch aus diesem Abkommen verabschiedet hat und atomare Aufrüstung wieder näher ist, als sie vorher war. Das Gegenteil müssen wir erreichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letztlich, und damit will ich schließen, die Kolleginnen und Kollegen, die länger dabei sind als ich, wissen, dass es vor der letzten Überprüfungskonferenz hier im Haus eine breite Übereinkunft der Fraktionen gab und eine Beschlussfassung als Auftrag auch an die Bundesregierung zu dieser Nichtverbreitungskonferenz. Und sehen Sie unseren Antrag zur NVV heute auch als Motivation an alle anderen Fraktionen, dass wir hier im Haus wieder zu einer solchen Beschlussfassung kommen mit einem klaren Auftrag für die Nichtverbreitungskonferenz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Andreas